Herzlich willkommen zurück zum Taumaturgen. Wir müssen weiterhin nach dem Ursprung des Fluchs des Golems suchen und haben jetzt als nächstes noch Sprich mit dem Rabbi und mit Mordechai Chayat. Mit dem Rabbi können wir natürlich hier sprechen, das wäre wahrscheinlich erstmal die sinnvollere Sache. Und wir haben hier erstmal Musik. Erstmal die wichtigen Sachen des Lebens. Predigten über Chismon den Magier. Predigten Kapitel 25. Als Chismons Lehrlinge ohne seine Aufsicht einen Golem erschufen, weigerte sich dieser zu gehorchen, ging umher und tat, was ihm beliebte. Als sie ihn mit den ihnen bekannten Methoden vernichten wollten, reagierte er darauf nicht und plagte sie weiter. Schließlich wandten sie sich beschämt an ihren Herren und er sprach zu ihnen: Das, was geschaffen wurde, kann nur an seinem Geburtsort vernichtet werden. Und so lockten die Lehrlinge den Golem an, den Ort, an dem er erschaffen worden war, und er zerfiel zu Staub. Okay, da müssen wir eigentlich nur das rausfinden. Sehr praktisch. Sofas Nachricht. Gestern, als ich zur Tschibowska Straße lief, überkam ich auf einmal ein starkes, fremdartiges und zugleich vertrautes Gefühl, das dem ähnelt, wenn ein Salutor in der Nähe ist. Es traf mich mit voller Wucht, als ich am Markt vorbeilief. Ich habe diese Art von Energie noch nie gespürt. Sie war exotisch, wild. Dieser Neuankömmling ist nicht von hier. Ach ja, neue Quests. Please tell me what problem brought you here. Rabbi Sofer put a curse on my father. Unfortunately, it started affecting his children as well. A curse is a serious accusation, you know. I find it hard to believe Sofer would do such a thing. Maybe, Rabbi, you could tell me something about golems. Son of Stanislav, golems are a matter of Kabbalah, and you are not allowed to study them. It's a trap for a soul. There are tales of golems being summoned for revenge, or in good faith, for protection. But they all end rather badly. And you claim that Sofer supposedly sent a golem? I don't know. Did the old rabbi perhaps leave some things here? May I take a look at them? Yes, here you are. All his books are here. I don't think I threw anything out. Is there anything else I can help you with? Rabbi, could you tell me something about Sofer? He was fair, but also difficult and very principled, like this city. Riots, provocations, pogroms, overpopulation. But if he's the one who inflicted the curse, he must have been a powerful thaumaturge and Kabbalist. Who can summon a golem? Normally, it's determined by need. The Kabbalist rabbi summons the golem himself, but other Jewish people can also entreat him to do so. In legends, the golem is a terrible punishment and a tool for meting out divine justice. But I think it's an offense against Hashem, and revenge is no justice. How can I stop a golem? To summon it to life, you write the three Hebrew letters spelling Emes, truth, on the clay that formed it. In an attempt to stop the monster, the heroes of these legends would erase the first letter from its clay body. That leaves mess, which means death. But I don't know how much truth is in that. Rabbi, could you help me understand something about Kabbalah? No, and I'll say no more on the subject. I fear for your soul. I'm afraid that I won't find anything more here. Thank you, Rabbi. Alles klar. Schau dich im Büro des Rabbis um. Das machen wir natürlich gerne. Füllfederhalter mit Bissspuren. Die Worte quollen aus seiner Kehle, jedoch nur bis zum zerkauten Ende des Füllers, das wie ein Staudamm wirkte. Der Rabbi wollte alles beichten, Stanislavs Motive für seine Handlung erklären, aber er tat es nicht, im Sinne des Allgemeinwohls.
Mordechai Chayat. What do you know? Porzellantasse. Neben dem Schimmel kauern die Worte einer Forderung, die bei einer Tasse Tee geäußert wurde. Eine Forderung, den Golemfluch auszusprechen, Gerechtigkeit für die Sünden gegen Mordechai und seine Gemeinde. Chulski müsse den Zorn der Söhne Abrahams zu spüren bekommen und seine gerechte Strafe erhalten. Ein Rezept für den Likör, der das Herz stärken soll. Die Handschrift des Arztes ist alles andere als filigran, strahlt jedoch echte Fürsorge für einen Gefährten aus. Die Buchstaben strecken sich zärtlich. Sie wollen das Leiden eines Freundes lindern, einer besonderen Person mit demselben Idealen und derselben Mission wie der Autor, einer Person, die dazu bestimmt ist, das Antlitz der Welt zu verändern. Achso, das war's schon wieder. Rabbi? I'm listening. Mordechai Chayat. Do you know that name, Rabbi? He owns one of the laundries here in Miruf. But I admit, he doesn't really come to see me. Maybe there are other things I could be of more help with. I found a prescription belonging to the old rabbi. Was something troubling him? He had heart problems. The local pharmacist would even bring him some kind of special medicine. What was that pharmacist called? Abraham Horowitz. But now his pharmacy is sitting empty. Let me guess. He's dead? Unfortunately. Some say that the socialists were involved. Others claim it was the Ochrana's doing. Let's keep talking, if you need to. Die Meinung des Rabbis zum Apotheker. Der Rabbi meint, Abraham Horowitz hätte sowohl verlassene Apotheke am Stadtrand von Miro als auch Trauer in den Herzen der Gemeindemitglieder hinterlassen. Nichtsdestotrotz gingen mit seinem Verschwinden merkwürdige Gerüchte über die Orkaner und die Sozialisten einher. Eine potenziell gefährliche Mischung. I'll be off now. I'll pray for you. Das ist nett. Okay. Dann haben wir jetzt also weitere Hinweise, denen wir nachgehen können. Hauptsache, er backt sich da nicht fest. Okay, jetzt haben wir ja doch wieder eine neue Quest bekommen. Furchtlos und haben wir jetzt bekommen. Aha. Ein Djinn. Ja, das sollten wir uns durchaus angucken. Ich würde tatsächlich dazu gehen, dass wir das erstmal machen. Djinn klingt ja auch so ein bisschen danach, dass wir vielleicht uns hier nochmal ein bisschen erweitern können, was unsere Fähigkeiten angeht. Wir haben hier auch schon wieder 2 Punkte. Können wir die eigentlich nutzen oder waren wir voll? Nö. Kosten 3. Na gut, dann noch nicht. Aber vielleicht kriegen wir nochmal einen weiteren Salutor. Das wäre natürlich nett. Der Markt ist hier. Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Ist aber nichts zu sehen bisher. Also das zählt dann schon nicht mehr als Gebiet und da kommen wir nicht durch, okay? So schwer habe ich mich schon lange nicht mehr getan, was zu finden. Habe ich irgendwas übersehen? Hier sind wir noch nicht ganz reingegangen. Ah. He moves with the bustle of the market and the rustle of sand grains around the stalls. It feels like the sun is standing at its zenith and burning mercilessly.
is a visitor from a harsh desert land. A djinn. I felt something. Where is it? Okay, das sieht tatsächlich nach wir gucken uns erstmal das hier an. Nach einem neuen Saluto aus. So viele Farben, Sorten und Gerüche, aber am Ende kaufst du doch immer Lakritz. Nee, also ich nie. Das wäre das Letzte, was ich kaufen würde. So, wir gucken uns hier erstmal ein bisschen um. Bank. Die Bank, die doch Ort der Rast und Ruhe sein soll, erinnert sich eher an blanke Wut und Frustration, die hier einen friedlichen Augenblick suchten. Ihr Chef macht sie wahnsinnig. Wie lange wollen sie sich das bieten lassen? Ich spreche es hier möglichst als Letztes an, damit wir hier schon die ganzen Gesprächsoptionen haben. Apfelgehäuse. Bis zum Biss trieb er seine Zähne in den Apfel, während Emotionen ihm das Herz zerwühlten und ihn an den Rand der Vernunft brachten. Sie tun alles, was der Mann will, und er gönnt ihnen keine Kopeke. Der Apfelrest landete im Schlamm, zusammen mit dem Rest seiner Geduld. Okay, wir sprechen erstmal mit der guten Dame hier. Would you like to buy some flowers? They'll steal your heart. Have you perhaps noticed any unprecedented phenomena happening here? Here? Mister, there's a thousand and one of those happening every day. How about a flower? Mehr nicht. Maybe some other time. As you wish, sir. Ja, das war jetzt aber enttäuschend. Okay, irgendwas haben wir hier noch übersehen. Hier. Eine Skulptur. Eine Hand strich über die Büste, während Gedanken wie Bienen im Sommer im Kopf summten. Keine Chance, sie ist zu schwer. Besonders, wenn ich diese verdammten Blumen tragen muss, bis sie verkauft sind. Aha, das war jetzt dann aber schon ein ziemlich deutlicher Hinweis. Eine schöne Taschenuhr. In der Uhr kursiert der panische Gedanke, sie doch zurückzulassen. Es wäre eine Schande, wegen Achtlosigkeit erwischt zu werden. Vielleicht bemerkt der Verkäufer nicht, dass andere Sachen fehlen. Good day. And it can be even better. I'll quickly find whatever it is you need, sir. Well, I have heard that he has a reputation. What are your wishes? Wir haben ja schon ein bisschen was gefunden. You grant wishes like gin? Gin? Mister, I grant any number of wishes. Not some measly three or so. I've got gins eating out of my hand. And you can grant any wish? Yeah, I heard he brought a real Persian cat from Altsova. Now that's something. You know it. I have yet to have a customer come back dissatisfied. Okay, wir haben eine Gedankenspur gefunden. Trügerische Erscheinung. Der Verkäufer ist ein Draufgänger, der gerne große Reden schwingt. Er verspricht, alle Wünsche wahr werden zu lassen. Ich frage mich, ob er das halten kann. I should just tell you what I wish for. Don't be bashful. We're all friends here. Just name it and I'll handle the rest. Okay, ich will ja... Ja, ja, Pokémon, nein. Obwohl es ja schon gewisse Parallelen zu Pokémon gibt. Das, den Anschein hat er bisher auch nicht gemacht. I want freedom. Miracles like this I can do on the spot. What do you have free will for? You want something? Try it. If you don't try something, you'll regret it. Next time, make your wishes a little more material for me. I was just browsing. Do come back now. Wishes won't grant themselves. So ist es. Okay, also der ist es auf jeden Fall. Wir folgen der Gedankenspur. Reklameschild. Von dem Reklameschild geht ein sanfter Hoffnungsschimmer aus. Eine Hoffnung, dass der Werbespruch sich durchsetzt, die Leute anspricht und zuhauf in den Laden lockt. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
eine Zigarrenkiste. Die Zigarren riechen nach Tabak und etwas anderem. Freischwebende Gedanken mischen sich mit dem Duft des Bouquets. Die Beschaffung dieser Zigarren hat jemanden große Mühe gekostet und das alles umsonst. Da gab es diesen einen Kunden, stur wie ein Esel, und trotz des Versprechens ließ sich der Wunsch nicht erfüllen. Okay, ja gut. Die Person mit dem Laster ist ja, denke ich, klar. Und zwar ist er das hier. Did you think of any new wishes? But I know that you failed to fulfill one task. One wish for a very important client. Well, that's interesting. Oh, that was a simple misunderstanding. Nothing to talk about, right? Will it dawn on you when I mention cigars? Rolled on the thighs of Cuban girls? No, it will not dawn on me. Despite their uniqueness, these small pieces of handicraft from an exotic land failed to impress. That's enough. So you brought others even more magnificent, resting in elegant cedar boxes. But they too were rejected. Well, I'll be. Picky, aren't we? The manager of this establishment, the shitty vizier, who else? What does he want? His caprices cost me a fortune. And still, there's no pleasing him. I'm finished. Are you pleased with yourself? You've disappointed me as well. I wish you carried a certain flaw, but alas. Go to hell, all of you. Get lost. Look what you did. And Maltsova hears about this. Makellos. Der Verkäufer trägt nicht das Laster, das ich an ihm erhofft hatte. Er ist nicht die Person, die der Djinn verfolgt. Der optimistische Verkäufer versprach, alle Wünsche wahr werden zu lassen. Allerdings zeigten sich doch Grenzen und trotz größter Bemühungen gab es einen, den er nicht erfüllen konnte. Die Zukunft des Traumladens ist zweifelhaft, aber wenigstens bin ich sicher, dass der Djinn nun jemand anderem folgt. Ja gut, da haben wir jetzt ja nicht mehr so viel Auswahl. Und ich meinte ja vorhin schon, es gibt jetzt einen ziemlich guten Hinweis auf die Blumen. Have you made up your mind, sir? Nee, tatsächlich nicht. As you wish, sir. Hätte ich jetzt aber da eigentlich damit gerechnet, dass sie das ist. Haben wir hier noch eine Person, mit der wir reden können? Oder hätte ich sie nochmal darauf ansprechen sollen? Hier ist kein Händler mehr. Hier hinten gibt es die Bonbons. Ja, dann muss ich sie doch nochmal ansprechen. Das ist halt eigentlich zu offensichtlich hier. Have you made up your mind, sir? Here? How about a flip? Maybe. Ich hätte echt gedacht. Es sind doch immer die Unscheinbaren. Aber ich habe noch keine weitere Person gefunden, mit der man hier sprechen kann. Jetzt zünden mal das Gewabere hier noch ein bisschen. Ist aber schon merkwürdig, ne, dass der das jetzt nicht war. Wem folgt der Djinn? Aha. Blumen. Die Blume riecht stark nach dem Aufblühen von Zufriedenheit und Selbstgefälligkeit im Herzen. Jemand hat sie als aufrichtigen Gruß hier hinterlegt. Ist dann weitergegangen und hat den Emotionen darin erlaubt, schnell zu gedeihen. Offensichtlich ist auf dem Markt eine Diebin unterwegs, die zur Tarnung Margeriten verkauft. Es sollte nicht schwierig sein, sie zu finden. Sag ich doch, dass sie das ist. Aber mit ihr reden wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.